Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash. Ich freue mich, dass du zu Horse Heaven einschaltest. Schön, dass du da bist. Nach dem Intro geht's los. Ja, ich fördere gerade Luke, weil Luke hat ganz schön Hunger. Luke ist fleißig, sein erstes Rennen gelaufen heute. Und hier wollte ich das blaue Futter einsammeln, damit ich das hier weitergeben kann. Zack. Und zwar an diesen kleinen Schatz hier, an Fancy. Nancy Fancy. Ist ja erst Level 1, ne? Es wird ja Zeit, dass das Fohlen ein bisschen vor sich hin wächst, würde ich sagen. Oh, als nächstes muss es geputzt werden. Das ist mega praktisch. So, hier kann ich auch noch nichts ernten. Hier kann ich nur ein bisschen Geld einsammeln. Dann gehe ich nochmal hier schauen. So, lass mal gucken. Ich sammle übrigens gerade die Edelsteine. Ich zeige dir das gleich. Ich misste nur mal eben bei Sweetie aus. Ach nee, das gar nicht ausmisten, das hier striegeln. Ich sammle gerade die Edelsteine für diese Fantasieinsel. Und da fehlen mir aber noch massig. Also, weil man kriegt ja diese Edelsteine auch bei diesem Derby jetzt oder wenn du so Sachen eintauschst. Ich zeige dir das mal. Also hier diese Edelsteine, ne? Und... Oh, das würde sich lohnen vielleicht. Ja, jedenfalls kann man da so entweder hier, ich zeige dir das mal, so die Steine einsetzen. Und das sieht schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ich könnte da schon mein Glück versuchen, sind natürlich die Steine dann weg. Ich glaube, ich sammle dann noch ein paar mehr, ne? Und... Entweder kann man das mit diesen Steinen machen oder du kannst hier diese Fantasieinsel freischalten. Da fehlen mir aber noch 3 gelbe und 2 so eine Tropfen. Und da kriegt man dann automatisch auch ein Pferd geschenkt. Also würde man da bekommen. Ja, eigentlich ganz cool. Russland-Jagdrennen braucht nur 8. Das dürfte Luke dann ruhig machen. Oder lasse ich es Bonnie machen? Bonnie, komm. Bonnie, du bist dran. Bonnie, du machst das schon. Ich glaube an dich. So. Auf geht's, damit ich da die 100 bekomme. Da sammle ich ja auch noch fleißig. Also es gibt so viel hier zu sammeln. Ich finde wirklich, ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Ich finde, man kann hier in dem Spiel so viel machen. Es ist unglaublich. Und bis jetzt habe ich auch noch nicht so das Gefühl gehabt, ich müsste irgendwas bezahlen, ne? Also natürlich, wenn man irgendwie ein spezielles Pferd unbedingt haben möchte, kann man sich das schon kaufen. Aber du kannst natürlich auch durch Züchter-Events oder so versuchen, daran zu kommen. Das finde ich ganz schön. Es dauert halt dann alles länger, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe grundsätzlich ja eh kein Problem damit, bei Spielen auch Geld zu bezahlen. Ich bezahle ja auch bei Star Stable Geld, ne? Für mich gehört das zu Spielen dann schon dazu. Die Entwickler müssen ja irgendwie ihre Kosten auch reinkriegen. Und hier wirst du ja nicht mit Werbung vollgepumpt. Du kannst dir Werbung angucken, aber es ist nicht so, dass am laufenden Band Werbespots aufgehen. Das hasse ich nämlich auch bei so Handyspielen. Werbung finde ich ja nicht so schlimm. Aber ich habe mal ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Das hatte ich auch... drauf und das habe ich nur runtergeschmissen. Ich glaube, das war Love Balls oder so. Weil nach jedem blöden Level ein Werbespot lief. Du spielst 10 Sekunden, weißt du, wenn du schnell bist mit so einem Leveln und musst dir dann 20 Sekunden oder 30 Sekunden Werbung angucken. Das ging mir so auf den Keks, dass ich das Spiel echt wieder gelöscht habe, weil ich mir das nicht antun konnte. Das ging mir echt auf die Nerven. Also, und ich habe nichts gegen Werbung, weil, also, ich darf mich ja nun auch nicht beschweren. Vor meinen Videos und so ist ja auch Werbung. Und ich hoffe natürlich, dass die nicht von jedem weggeklickt wird, weil sich dadurch einfach YouTube für mich finanziert. Also, wenn niemand die Werbung anschaut und jeder die Werbung wegklickt, habe ich halt nichts davon und kann keine neuen Spiele und so weiter und so fort kaufen, ne? Das ist dann natürlich nicht so toll. Deswegen, ich finde Werbung nicht schlimm, aber immer in Maßen, ey. Also man kann es auch echt übertreiben. Da gibt es auch so YouTuber, wo ich das ein bisschen nervig finde. Wenn die dann so ein 10-Minuten-Video haben, ist ja auch bei mir Werbung drin. Auch manchmal 2, je nachdem, wie lang das Video ist. Aber ich habe schon YouTuber gesehen, die haben 10-Minuten-Videos und da ist dann 5-mal Werbung drin. Das finde ich einfach auch maßlos übertrieben. Also irgendwo hört es dann halt echt mal auf, ne? Da bin ich dann irgendwie, ja, mimöschenhaft unterwegs. Bin eh mal gespannt, wie das jetzt mit dieser neuen Datenschutzverordnung weitergeht. Da ist ja immer noch großes Drama.
Mal sehen, wie sich das wohl entwickelt. Also das nervt mich alles so ein bisschen an momentan. Das Internet stresst mich. So. Na? Aber so, wie ist es bei euch? Also seid ihr alle schon 16? Ich weiß, ganz viele folgen mir auf Instagram. Und das ist ja jetzt mittlerweile ab 16. Das heißt, wenn du noch nicht 16 bist, darfst du eigentlich gar kein Instagram haben. Wie macht denn ihr das dann? Macht ihr das heimlich oder machen eure Eltern dann den Account für euch auf? Oder wie habt ihr das gemacht? Finde ich ja schon ein bisschen, wow, ein bisschen blöd alles, oder? Also ich weiß ja auch nicht. Naja, so ist das halt. In Europa kann man nicht ändern. Dam badadam, bam badadam, badam bam bam. So. Einwandfrei. So. Ja, sehr schön. Das wäre geschafft. Die 100 Münzen habe ich bekommen und wahrscheinlich auch einen für mich neuen Rekord hier aufgestellt. Für diese Woche jedenfalls. Geld gab es auch ein bisschen. Ja, ist doch sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen. Sehr, sehr gut. Da wird noch... Da, so. Okay. Ich müsste auch mal in die Horsepedia noch gucken. Warte mal, wie viel habe ich denn da jetzt? 838, das ist gar nicht mal so wenig. Okay. So, ich wollte auch in die Horsepedia noch gucken, was könnte ich denn noch züchten? Ich wollte ja eigentlich so Konstellationspferde züchten, ne? Sowas zum Beispiel. Aber die kann man jetzt nicht mehr züchten. Ich hoffe, das Zuchtevent kommt wieder. Ich hoffe wirklich. Weil das ist schon schade. Exklusive Pferde. Tja. Na gut, dann lass mal gucken, was kann man denn sonst noch hier von den gewöhnlichen Pferden züchten. Oh, ich muss sowieso einen Canadian Panther, muss ich. Glückwunsch, du hast deine Belohnung für deine Pferdesammlung erhalten. Oh, cool. Ja, einwandfrei. Ich freue mich sehr. Sammle 20 Pferderassen, um dieses Geschenk zu halten. Okay. Den muss ich. Einen American Traber, einen Foxtrotter habe ich. Das heißt, ich müsste einen Traber mir suchen. Einen Traber. Komm, wir gucken mal, ob jemand einen Traber hat. Ich weiß es nämlich nicht, wer von meinen Freunden sowas hätte. Dann geht das Suchen immer los. Tennessee Walker. American Traber, jawohl. Mit gar keinen von denen. Okay, ich muss erst in einen anderen Landstrich. Und zwar, warte, lass mich gucken. Missouri Foxtrotter. Luke ist ein Missouri Foxtrotter. Luke ist, glaube ich, nee, hier. Ja, da steht Luke. Ich habe leider hier auch nicht genug Stelle, ne? Aber ich habe hier so eine... Horstings-Gedöns. Okay. Also würde ich sagen, auf geht's. Nochmal. Nein, 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 nein. Also, wo war das jetzt? Bei wem? Bei Mareike. Mareike, du hast ein Pferd, was ich gerne möchte zum Züchten. So, züchten. Oh nein, ja, das geht natürlich nicht. Luke und... Oh no. Oh nein, ich brauche ein... Weiblichen. Oh, hoffentlich ist das weiblich hier. Jawohl, sehr schön. Dann kann das mit Luke doch funktionieren hier, oder? Und dann hoffen wir mal, dass ich das rauskriege, was ich rausbekommen möchte. Meistens habe ich ja nicht so das große Glück. Züchter-Event-Belohnung. So, lass mal gucken. Den bräuchte ich eigentlich, den Canadian Pacer. Was ist das hier? In American Traber der Stufe 3 fände ich eigentlich auch gar nicht so übel. Und ja, den bräuchte ich am allerwenigsten. Ich setze jetzt mal hier rein und dann würde ich sagen, ich drehe mal. Weil ich möchte den eigentlich gerne züchten, weil ich da die Aufgabe zu habe. Ich freue mich aber auch über den. Jawohl! Awesome! Sehr cool. Willkommen, kleiner Proko heißt der. Sehr schön. Das ist Proko. Ich gehe mal wieder nach Hause zurück. Der muss jetzt natürlich groß werden, der Proko. Und ich brauche Platz im Stall. Das heißt, ich könnte einen von meinen Quarter eigentlich mal... Also ich könnte eigentlich auch einen verkaufen. So,
Sunny. Die Princess nicht, aber ich könnte Sunny, zeig mal. Eigentlich könnte ich Sunny verkaufen. Princess kriege ich für dich. Oh, 29, ne? Wer weiß, wie viel das ist, wenn ich sie noch groß züchte. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Was ist mit Royal? Royal gibt 24. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich die erst noch groß zu züchten, oder? Und dann zu verkaufen, beziehungsweise in die Dings zu stellen. Aber erstmal muss das Fohlen ja eh fertig wachsen. Von daher ist das alles nicht so dramatisch, würde ich sagen. So, das wäre das gewesen. Jetzt könnte man ja hier das Rennen nochmal machen. Habe ich ein Pferd, was genug Energie hätte? Ein Quarter ist wirklich zu langsam. Das funktioniert leider nicht. Gut, das machen wir nicht. Da vielleicht. Ach na, da sind auch die Quarter zu langsam. Ich gehe da ins Anfängerrennen rein, denke ich. 8. Na hier, Chico hat letztes Mal das ganz grandios gemacht. Chico war super Chico, der hat von das Feld von hinten aufgeräumt, der super Chico. Mal gucken, wie er sich diesmal schlägt. Chico, mein Rennpferd. Go, Chico, go, Chico, vierter Platz ist nicht gut. Chico, go, Chico, go, Chico, go, Chico, go. Das ist echt auch so ein extrem kurzes Rennen. Letztes Mal musste man so ganz um den Kreis rennen. Das ist dieses Mal nicht so. Und dieses Mal ist es wirklich... Oh, der rennt aber schnell hier. Oh, schade, fast perfekt. Dieses Mal ist wirklich nur die Gerade, ne? Aber zweiter Platz ist mega. Chico, ich bin sehr stolz auf dich. Wow. Sehr gut gemacht, Chico. Chico ist ein cooles Rennpferd. Und 20 Münzen bekommen. Das ist doch cool. Damit kann ich doch die Folge erfolgreich beenden. Viel geschafft, würde ich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.